Jetzt noch einmal und die Scheibe ist drinnen. Tyler Seguin, der Mann aus der NHL mit seinem ersten Treffer auf Schweizer Eis. Powerplay-Tor für den EHC Biel. Baudouin bringt die Scheibe vors Tor und dann befördert sie Seguin in die Maschen. Da steht im Rücken von Wasniewski. Mick Flicker. Dann Peter, 2:0 für den EHC Biel. Mick Flicker findet Peter und die Zuger Verteidiger sind da zu wenig konsequent bei der Bearbeitung der gegnerischen Spieler. Da hätten sie den Peter energischer angehen und decken müssen. Aber kein Torhüter. Brunner. Und die Scheibe ist drinnen. Jetzt ist sie doch noch drinnen. Anschlusstreffer zum 1:2. Nicht gegeben. Aber jetzt im Powerplay ist die Scheibe drinnen. Und der Anschlusstreffer. Tatsache. Ja, da hat er irgendwie die Lücke doch noch gefunden. Da wartet der lange, lange Damien Brunner, bis die Lücke aufgeht. Und es ist aus, Schluss und vorbei. Der EHC Biel bezwingt den EV Zug mit 2:1. Revanche geglückt für die Niederlage im Playoff-Viertelfinale im Frühjahr.